It's a wooden trestle at the base, and it's becoming something special and fragile through porcelain. It's somehow absurd to use porcelain for something so usable. Man kann es halt einfach mit Werkzeug bearbeiten. Man kann relativ gerade und streng damit sein, aber man kann auch irgendwie so wie so mit Knete irgendwas hinformen. Porzellan hat sowas ganz Menschliches, sehr angenehm. Man kann viele Patzer machen. Also überall fließt bei mir auch immer was raus. Und man kann es immer irgendwie noch recyceln und nochmal raufstreichen oder so. Halt relativ so vergeben, das Porzellan, aber im Endeffekt, wenn man es dann brennt, unglaublich stabil.